So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play von Cthulhu Wars, einem Spiel von Sandy Peterson. Und in diesem Video werde ich euch das Spiel einmal vorspielen, dabei die Regeln erklären, so dass ihr eigentlich, auch wenn ihr das Video nicht komplett, sondern nur so die ersten 10 Minuten geguckt habt, wisst, wie dieses Spiel funktioniert, es relativ zügig losspielen könnt oder halt, wenn ihr die Regeln lest, dann genau wisst, aha, so und so ist das gemeint. Und so, dass ihr einfach einen Eindruck vom Spielgefühl bekommt. Ich werde noch mal ein extra Rezensionsvideo machen, wo ich dann halt nicht mehr so viel vom Spiel selber zeige, sondern zu allen wesentlichen Aspekten, zu denen man bei diesem Spiel was sagen kann, dann nochmal explizit was sage. Natürlich werde ich jetzt auch nebenbei immer schon ein paar Anmerkungen einfließen lassen, aber es geht in erster Linie wirklich darum zu zeigen, wie läuft dieses Spiel. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde es extrem gut, also mir macht es bisher sehr, sehr viel Spaß. Es ist auch ein Spiel, das ich gerne immer und immer wieder spielen möchte, weil es auch einfach relativ kurzweilig ist. Am Anfang braucht man ein bisschen, um reinzukommen und um zu verstehen, wie läuft das so alles. Und man muss wissen, was können alle Fraktionen, und wenn man das erstmal raus hat, dann ist die Dauer von 60 bis 90 Minuten so einigermaßen realistisch. Auf jeden Fall sollte man im Spiel zu viert unter 2 Stunden bleiben. Und wie ihr schon seht, die Kamera ist relativ weit weg. Das Spielbrett ist einfach riesengroß, nimmt sehr viel Platz auf dem Tisch ein. Die anderen Fraktionen noch so alle draufzustellen, das ist schon ein bisschen kompliziert, aber es klappt gerade ebenso bei diesem Tisch. Ich spiele jetzt in diesem Let's Play einmal gegen Dave, der Cthulhu spielt. Da übrigens, ich habe es ja schon im anderen Video gesagt, Cthulhu, da gibt's, das ist eben der Trick bei diesen Wesen, die haben Namen, die sind unaussprechlich, gerade Cthulhu, das soll für uns nicht aussprechlich sein, das heißt, da gibt es keine richtige oder falsche Aussprache. Ich spiele die Black Goat, die schwarze Ziege, die hier jetzt natürlich durch Rot dargestellt wird. Man könnte die ganzen Miniaturen noch anmalen, vielleicht mache ich das auch noch, zusammen mit dem Kumpel, werde ich mal gucken. Und dann spielt Skipper hier das Yellow Sign, und das sind seine Figuren, also die gelben werden von Skipper gespielt, ich rot und Dave schließlich grün. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass die Regeln des Spiels nicht wirklich kompliziert sind. Also das hat man schnell gelernt, wenn man das erklärt bekommt, dann hat man das so in 10 bis 15 Minuten eigentlich alles erklärt und verstanden. Das geht dann schon relativ flott. Aber man braucht doch ein bisschen, um wirklich reinzukommen, weil, wie ich gerade schon sagte, diese Fraktionen sind alle sehr unterschiedlich. Die haben alle unterschiedliche Monster, die alle was Unterschiedliches können. Die haben so Spellbooks, die immer unterschiedliche Fähigkeiten freischalten. Und da ist es schon wichtig zu wissen, wer kann was, welche Einheiten können was, wer kann sich wie bewegen, wer kann welche Sonderfunktionen machen. Da muss man im Idealfall jede Fraktion einmal gespielt haben, damit man, wenn man dann gegen die spielt, genau weiß, was können die machen. Also da braucht man ein bisschen, um reinzukommen, um so die Feinheiten des Spiels zu lernen. Aber der generelle Ablauf, die generellen Grundregeln sind wirklich sehr, sehr einfach. So, das ist jetzt der Spielaufbau für 3 Spieler. Da ist auch schon mal gut. Die Karte ist für unterschiedliche Spielerzahlen ausgelegt. Sie besteht aus 2 Spielplänen. Das hier ist der 3-Spieler-Spielplan der westlichen Hemisphäre. Und Skipper steht hier auf dem 3-Spieler-Spielplan der östlichen Hemisphäre. Und da besteht die Karte eben aus relativ großen Gebieten und es sind nicht so viele. Man kann die Karte noch umdrehen. Wenn man beide auf die 5-Spieler-Seite dreht, dann hat man irgendwie irgendwas Mitte 20 Gebiete, also viel, viel mehr, damit man sich auch mehr ins Gedränge kommt. Und wenn man das zu zweit oder zu viert spielen will, dann nimmt man einen dieser Spielpläne, dreht ihn auf die 3-Spieler-Seite, den anderen auf die 5-Spieler-Seite und dann hat man eine Karte für 2 oder 4 Spieler und da kann man eben auch sich aussuchen, welchen von beiden Spielplänen man auf die entsprechende Seite dreht. Da ich jetzt aber ein 3-Spieler-Spiel zeige, habe ich beide auf die Seite für 3 Spieler gedreht. Das heißt, die Gebiete sind relativ klein. Das heißt, man ist schnell beieinander. Es geht schnell los und man hat schnell Action. So, dann wählt man die Fraktionen. Da kann man entweder, wie das Regelbuch vorschlägt, einfach blind einen so einen Marker ziehen und spielt dann die jeweilige Fraktion. Oder wenn man sich einig ist, wer wen spielen möchte, dann kann man noch einfach sagen, du nimmst den, ich nehme den. Dann nimmt man sich das ganze Material, das dazu gehört. Das ist zum einen diese Übersichtstafel, wo alle relevanten Informationen für diese Fraktion draufstehen. Die gucken wir uns gleich nochmal näher an. Das sind 2 von diesen Markern. Einen stellt man hier drauf. Der andere kommt hier auf den Doom-Track. Dann nimmt man sich alle Miniaturen der jeweiligen Farbe und alle 6 Spellbooks, also die Zauberbücher. Dann guckt man auf seine Fraktionstafel. Im Basisspiel ist das bei allen gleich. Das heißt, zu Spielbeginn nimmt man seine 6 Akolyten, seine Kultisten und ein Gate und sucht sich da die Area, also das Gebiet mit dem Zeichen aus und stellt das alles dorthin. Sprich in dem Fall hier die schwarze Ziege, das Symbol ist in Afrika, also stellt er alle seine 6 Kultisten dort zu Spielbeginn hin, das sind alle, die er hat, legt da ein Tor rein, das ihr jetzt kontrolliert. Das heißt, es zeigt er einfach an, indem er da einen seiner Kultisten draufstellt. Das machen die anderen Spieler auch. Wie gesagt, bei allen gleich. Das Yellow Sign steht in Europe und stellt da seine Figuren hin. Und Cthulhu fängt schließlich im Südpazifik an. Also auch hier
Portal und alle sechs Kultisten. Würde man jetzt noch mit den Crawling Chaos spielen, würde das in Asien anfangen. Das heißt, man sieht zu Spielbeginn, sind die meisten Fraktionen da ziemlich dicht gedrängt, während Cthulhu hier unten erstmal relativ für sich alleine ist. Aber es gilt immer zu beachten, die Erde ist ja eine Kugel und in dem Fall ist sie hier nicht ganz eine Kugel, aber es geht hier vom Nordpazifik, kann man einfach hier ist man quasi auch gleichzeitig in der Nordpazifikregion und kann sich dann eben von da aus auch direkt nach Asien bewegen. Also man ist gar nicht so weit weg, wie man vielleicht denkt. So, dann werfen wir zum besseren Verständnis das folgende mal einen Blick auf den Spielerbogen. Der sieht bei allen gleich aus. Hier oben, wo das Symbol und der Name der Fraktion ist, werden immer Kultisten, die man vom Gegner später fangen kann, abgelegt. Und dann ist hier der Power Track, das heißt, hier wird festgehalten, wie viel Power man bekommt. Wie das geht, erzähle ich gleich. Aber das sind quasi die Punkte, die man ausgeben muss, um Figuren aufs Spielbrett zu bringen, um Aktionen zu machen. Das wird hier eben festgehalten. Immer wenn ich Power verbrauche, dann bewege ich den Marker dementsprechend runter. Die 20 ist keine Grenze. Wenn ich es irgendwie schaffe, 30 Power oder so zu bekommen, dann merke ich mir das mit irgendeinem Extra-Marker oder schreibe mir das auf oder so. Das ist hier auf jeden Fall nicht das obere Ende, aber es ist schon selten, dass man mehr als 20 bekommt. So, dann hat jede Fraktion eine einzigartige Fähigkeit. Die Fraktionen in diesem Spiel spielen sich auch alle extrem unterschiedlich. Also das Spiel ist absolut asymmetrisch. Man kann nicht eine Fraktion spielen, spielt im nächsten Spiel eine andere Fraktion und fährt dann die gleiche Taktik. Das funktioniert nicht, weil die sich grundlegend unterscheiden, was ich schon mal extrem positiv finde. Das hier ist die Eigenschaft der schwarzen Ziege. Die ist eben fruchtbar. Das heißt, im Normalfall, wenn ihr später Einheiten aufs Spielfeld bringen wollt, beschwört ihr die durch Portale und man kann normalerweise pro Aktion nur ein Monster beschwören. Dann sind die anderen wieder dran, erzähle ich gleich. Aber die schwarze Ziege zum Beispiel ist fruchtbar. Das heißt, wenn die diese Aktion ausführt, dann kann sie viele Monster durch ein oder mehrere Typen beschwören und das ist einfach richtig gut, weil damit spart sie sich ziemlich viel Arbeit, kann aber trotzdem Kultisten nur ganz normal rekrutieren, weil die nicht durchs Portal beschworen werden. Zu den Fähigkeiten der anderen Rassen werde ich gleich was sagen, wenn ihr ein bisschen mehr vom Spielablauf gesehen habt, weil dann versteht man das auch besser. Dann hat man hier, wie gesagt, das Setup, das haben wir gerade schon gesehen und dann hat man hier eine Übersicht über die verschiedenen Figuren. Ja, das hier oben sind die Kultisten, die wir gerade schon gesehen haben. Und das hier sind die Ghule, das hier sind die Fungi von Joghurt und das hier ist das dunkle Junge. Das super große, hässliche Vieh hier ist schließlich Shub-Niggurath, der große Alte. Also ich habe es auch noch gar nicht gesagt, das Spiel spielt ja im Cthulhu-Universum von H.P. Lovecraft, also eher muss man sagen im Lovecraft-Universum, wo eben auch Cthulhu drin vorkommt. Das sind eben, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Figuren. Ich habe auch noch nicht alles gelesen und kenne mich da noch nicht aus. Das meiste Wissen habe ich aus den Spielen. Aber vom Grundprinzip her entsprechen diese großen Alten das, was wir so am ehesten unter Göttern verstehen. Und ja, die versuchen im Prinzip die Erde zu terrorisieren oder zu beherrschen. Leben auszulöschen und wir schlüpfen in diesem Spiel in deren Rolle. Das sind immer normalerweise Kultisten, die eben Anhänger dieses Kultes werden und die Monster und die großen Alten beschwören und die bringen ein Verderbnis über die Erde und das wollen wir eben so gut wie möglich machen. Und bei diesen jeweiligen Fraktionen sieht man hier die Kosten. So viel Energie kostet oder Power kostet mich das, um die zu beschwören. Das erzähle ich auch gleich nochmal genauer. Und das hier schließlich der Kampfwert. Der sagt einfach, wie viele Würfel kann eine von diesen Einheiten im Kampf werfen. Diese Zahl hier oben in den Klammern dahinter ist übrigens immer die Anzahl an Figuren, die man hat. Also er hat halt 3 dunkle Junge, 4 Fungi, 2 Ghule und allein da unterscheiden sich die Fraktionen auch nochmal. Da hat jeder andere Ungeheuer, Monster, die andere Kosten haben teilweise, andere Kampfwürfel haben, andere Sondereigenschaften haben. Wie gesagt, diese Asymmetrie ist in fast allen Aspekten einer Fraktion zu finden. Genau wie hier hinter der eben die Spezialeigenschaften stehen, bei dem ist es einfach nur, wenn man so ein bestimmtes Spellbook hat, erzähle ich gleich, dann sind die alle ein billiger zu beschwören. Und das hier unten ist schließlich der große Alte. Das ist immer ein besonderes Event, wenn man diese riesige Miniatur aufs Spielfeld stellt. Die ist auch oftmals sehr mächtig, bringt einem tolle Sondereffekte. Das hier wären zum Beispiel 8 Energiebeschwörungskosten. Das ist zum Beispiel alles, was man in der ersten Runde überhaupt bekommt an Energie. Und das hier ist die Zahl der Kampfwürfel. Die ist hier bei diesem großen Alten eben abhängig von der Zahl der Kultisten, die man hat, plus die kontrollierten Tore, die man hat. Da hat auch jeder große Alte hat seine eigenen Sonderfähigkeiten. Hier oben steht immer, wie man den beschwört. Sprich, hier muss man 2 Kultisten haben, man muss ein kontrolliertes Gate in einer Region haben, zahlt dann 8 Power, opfert 2 Kultisten und stellt dann Shub-Niggurath aufs Spielfeld. Auch das ist wie gesagt bei jedem anders. Das hier sind dann noch so die Kampfeigenschaften und eben die Aktionen, die der ausführen kann. Das hat auch nicht jeder. Da muss man eben bei jeder Fraktion genau gucken, was können meine Einheiten.
Dann hat man hier so 6 Positionen für Spellbooks. Das sind diese Marker hier, die besondere Eigenschaften freischalten. Hier ist erstmal wichtig, wie man die bekommt. Hier steht zum Beispiel einfach, have units in 4 areas. Das heißt, der rote Spieler, Black Goat, muss einfach nur in 4 verschiedenen Gebieten jeweils eine Einheit haben und schon ist das Ding freigeschaltet. Dann sucht man sich eines dieser 6 Spellbooks aus, das man gerne haben möchte. Zum Beispiel das hier, legt das dann da drauf und das ist jetzt ab jetzt immer in Funktion. Das ist das, womit hier diese Einheiten, was ich gerade erzählt habe, um ein billiger werden. Das ist ja die 1000 Jungen. Das ist ein Effekt, der ist ongoing, steht hier drauf. Das heißt, der gilt immer. Und da ist auch wichtig, selbst wenn ich jetzt irgendwie vertrieben werde und nicht mehr in 4 Gebieten Einheiten habe, wenn das einmal da liegt, ist diese Bedingung überdeckt, dann hat man das einfach für immer. Das kann man nie wieder verlieren. Und auch da ist es so, ne, Einheiten in 6 Gebieten, in 8 Gebieten, meinen großen Alten erwachen, irgendwie in also Gebieten, wo auch ein Gegner steht, habe ich auch eine Einheit drin, so mit jedem, der mitspielt, habe ich irgendwo eine Figur drin oder ich kann 2 meiner Kultisten opfern. Das sind so die 6 Sachen insgesamt, für die ich meine Spellbooks bekomme. Das ist bei den anderen Spielern, sind das andere Eigenschaften. Cthulhu bekommt relativ viel geschenkt, muss viel kämpfen. Das Yellow Sign muss in bestimmten Gebieten auf dem Spiel irgendwas machen, um diese Spellbooks zu bekommen. Also auch da unterscheidet sich jede Fraktion und eben auch diese Spellbooks selbst, die dann auch so ein bisschen die Strategie und die Möglichkeiten vorgeben. Die unterscheiden sich eben auch grundlegend von Fraktion zu Fraktion. Und da ist so ein bisschen der Schlüssel auch zum Erfolg, sich zu entscheiden, wann bringt mir welches Spellbook am meisten. So, das war erstmal ein grundsätzlicher Überblick über die Fraktionen. Jetzt natürlich die Frage, wie gewinnt man? Und zwar gibt es hier diesen Verderbnismarker. Das sind quasi Siegpunkte, die man bekommt. Und die bekommt man im Spiel auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt so ältere Zeichen, wenn man die aufdeckt, bekommt man Punkte. Wenn man Tore kontrolliert, kann man dafür am Anfang jeder Runde bekommen. Wichtig ist, das Spiel geht so lange, bis irgendein Spieler bei 30 Punkten ist. Wie erzähle ich gleich. Sobald ein Spieler bei 30 oder mehr Punkten ist, können alle Spieler ihre verdeckten älteren Zeichen, das sind einfach solche Marker, die man im Spiel bekommen kann, wo auch nochmal Punkte draufstehen, aufdecken und die werden dann dazu addiert. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen, aber nur, wenn er alle 6 Spellbooks hat. Also man muss hier alle liegen haben. Wenn das nicht der Fall ist, kann man nicht gewinnen. Sollte irgendein Spieler über 30 Punkte kommen und dieser Spieler hat nicht alle 6 Spellbooks, dann wird geguckt bei den anderen Spielern, wer von denen hat 6 Spellbooks und dann gewinnt der mit den meisten Punkten, selbst wenn es weniger als 30 sind. Und sollte es irgendwann mal passieren, dass irgendjemand die 30 Punkte überschreitet, ohne dass irgendein Spieler alle 6 Spellbooks hat, dann haben alle Spieler verloren und die Menschen, die ja diese großen Alten quasi vernichten, terrorisieren und zerstören, haben dann gewonnen und überleben das Ganze. Wie man genau Punkte bekommt, zeige ich gleich, wenn ich euch die ersten 1-2 Runden gezeigt habe. Aber das ist eben das Ziel. Egal, was ich hier so im Spielverlauf mache, wie ich kämpfe, wie ich mich bewege, was auch immer ich tue, ich muss darauf achten, dass ich möglichst viele Punkte bekomme und auch genau den Zeitpunkt abpassen, wann man die älteren Zeichen aufdeckt, wann man die Bedingungen für Punkte erfüllt, damit man eben dann nicht irgendwie hinten an ist und gerade irgendwie in der letzten Runde alles verloren hat. Wie man genau Punkte bekommt, werde ich dann gleich in den ersten 1-2 Runden erzählen. Aber wie gesagt, das ist so das, worauf man, egal was man hier so macht. Man sollte immer den Doom-Track im Auge haben, immer wissen, wofür bekomme ich Punkte, wofür bekommen die anderen vielleicht gleich Punkte und können die anderen überraschenderweise nächste Runde das Spielende auslösen und gewinnen. So, das heißt, alles ist vorbereitet. Die älteren Zeichen sind hier in diesem Stoffbeutel. Wenn man den nicht hat, dann kann man auch einfach die verdeckt auf den Tisch legen und jetzt würde schon die erste Runde losgehen. Da gibt es dann hier diese wunderschöne Übersichtskarte und es geht los mit der Gather Power Phase. Also wir sammeln erstmal Power. Dazu guckt man erstmal, wie viele von seinen Kultisten sind noch aktuell auf dem Spielplan. Pro Kultist, den man hat, bekommt man einen Punkt. Das heißt, am Anfang sind das bei allen dafür schon mal 6 Punkte, beziehungsweise halt Energiepunkte, die man sich dann einfach auf seinem Tableau markiert. Dann als nächstes bekommt man 2 Punkte pro kontrolliertem Gate. Das heißt, immer wenn man einen Kultisten auf so einem Tor stehen hat, durch das man später Monster und große Alte beschwört, bekommt man dafür auch nochmal 2 Punkte. Das heißt, bei jedem zu Spielbeginn 2 Punkte. Später kann es eben sein, dass man mehr Tore kontrolliert. Dann bekommt man dafür auch mehr Power, sprich mehr Punkte, um Monster zu beschwören. Also haben da jetzt auch alle Spieler 8. Dann würde jeder Spieler einen Punkt für ein verlassenes Gate bekommen. Das heißt, angenommen, hier wäre irgendwie ein Gate und der Kultist, der immer drauf war, ist gestorben, wurde aufgefressen, sonst irgendwie vernichtet oder ist einfach da runtergegangen. Dann haben wir ein Abandoned Gate und dafür würde jetzt jeder Spieler nochmal ein Power zusätzlich bekommen. Also auch der Spieler, der das letzte Runde verloren hat, bekommt ein Power, aber eben auch alle anderen Spieler. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut für alle, wenn sowas der Fall ist, aber meistens sind so Tore nicht lange unbesetzt.
Das ist jetzt aber noch nicht der Fall, also gibt es dafür keine Punkte. Und was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, man kann so Kultisten fangen, wie das geht, erzähle ich gleich. Sollte man Kultisten haben, hat das natürlich die Folge, dass jetzt Grün ein Power weniger bekommt. Ich als roter Spieler, der den Kultisten gefangen hat, bekomme dafür aber ein Power mehr. Danach muss ich den Kultisten aber wieder an Xotulu zurückgeben. Das war jetzt aber auch noch nicht der Fall. Also fangen wir einfach alle mit 8 Punkten an. Und dann gibt es noch die Minimum Power Rule. Sollte ich jetzt irgendwie später mal auf 19 Power sein und irgendein anderer Spieler hatte eine katastrophale Runde und hat meinetwegen irgendwie nur 5 Power oder so, dann wird geguckt, 19 habe ich. Das heißt, er bekommt dann die Hälfte von meinem Wert als Power dazu, damit er in der Runde auch noch irgendwie was machen kann. Ich habe es übrigens schon erlebt, wenn ihr die schwarze Ziege falsch spielt, nämlich so wie ihr am Anfang denkt, ihr müsstet sie spielen, dann seid ihr irgendwann raus und wenn man einmal komplett raus ist und fast keine Figuren mehr auf dem Spielfeld hat, dann, dadurch, dass das Spiel auch so kurz ist und nur relativ wenige Runden geht, ist es schwer, wieder reinzukommen. Also da, aber wenn einem das am Anfang passiert, dann nicht sauer sein, dann lernt man da draus und macht das im nächsten Spiel auf jeden Fall besser. So, in den ersten Partien können das alle so nacheinander machen, damit man genau zählt, wer hat wie viel Power. Wenn denn alle das Spiel können, dann kann einfach jeder für sich gucken, wie viel Power bekommt er und dann markieren das alle. Das ist immer eine Phase, die habe ich jetzt irgendwie relativ ausführlich erklärt. Die dauert später im Spiel aber nur so maximal 2 Minuten. So, dann kommt die nächste Phase, Determined First Player Phase. Das heißt, da wird festgelegt, wer ist Startspieler. Im Normalfall guckt man einfach, wer hat die meiste Power. Der Spieler ist dann automatisch Startspieler, bekommt dann diesen Startspielermarker und darf sich damit sogar aussuchen, wie rum spielen wir. Spielen wir so rum, das heißt, ist nach mir Skipper dran und dann Dave. Oder ist es für mich vielleicht besser, wenn wir so rumspielen, das heißt, nach mir ist erst Dave dran und dann Skipper. Ne? Mit noch mehr Leuten hat das natürlich noch eine größere Auswirkung. Im Spiel zu zweit ist es eigentlich fast egal. Aber das darf sich der Startspieler aussuchen. Sollten alle Spieler, wie jetzt ist der Fall, das Gleichstand haben, dann darf der Spieler, der zuletzt Startspieler war, aussuchen, wer der nächste Startspieler ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie Startspieler gewesen wäre, ich hätte jetzt 6 Power und die beiden anderen hätten 8 Power, dann könnte ich mir eben aussuchen, wem von beiden gebe ich den Startspieler. Und wenn alle gleich viel Power haben, also auch ich, der letzte Runde Startspieler war, kann ich mir auch aussuchen, wer Startspieler wird. Das kann dann auch ich sein, was meistens auch der Fall ist. Und jetzt in der ersten Partie sagt die Regel einfach, dass Cthulhu, der Spieler, der den spielt, auf jeden Fall Startspieler ist. Und sollte man irgendwie nur zu dritt oder mit weniger Spielern spielen oder halt einfach Cthulhu nicht dabei haben, weil man noch andere Fraktionen hat, dann beginnt der jüngste Spieler. Das heißt, in dem Fall jetzt darf Dave anfangen und Dave sagt mal, wir spielen so rum. Das heißt, erst Dave, dann Skipper, dann ich. So, danach würde die Doom Phase kommen. Die wird aber im ersten Turn geskippt. Das heißt, die zeige ich euch dann gleich, wenn die erste Runde rum ist. Das wird relativ schnell gehen, hoffentlich. Also die skippen wir komplett. Und dann kommt schon so prinzipiell das Herzstück des Spiels, so weil man in der Phase hier wahrscheinlich gewinnen wird. Aber das ist jetzt die Aktionsphase. Da beschwören wir unsere Figuren, bewegen uns auf den Spielplan. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal live in Aktion. So, angenommen, ihr seid jetzt in eurer ersten Partie, seid Startspieler, guckt auf den Spielplan und wisst gar nicht, was soll ich machen. Dann wird immer empfohlen, dass man hier auf seine Spellbooks guckt und einfach guckt, was kann man machen, um so ein Spellbook zu bekommen. Das gibt einem so ein bisschen vor, was man tun sollte. Das ist, wie gesagt, nicht immer die optimale Strategie. Manchmal kann man auch ein bisschen anders vorgehen, aber so zum Beginn ist das auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, damit man irgendwie eine Idee hat, was man tun kann. Auch später im Spiel sollte man immer einen Blick darauf werfen, weil, wie gesagt, wenn man nicht alle 6 Spellbooks hat, dann kann man nicht gewinnen. Und wie man hier sieht, in der ersten Doom-Phase bekommt Cthulhu ein Spellbook, das heißt, das bekommt er automatisch. Awaken Cthulhu, also wenn der Spieler es hier schafft, wenn Dave es schafft, den hier aufs Spielbrett zu bringen, bekommt er dafür auch ein Spellbook, das sollte also auch sein Ziel sein. Dann wird hier oben gesagt, sobald man in der Doom-Phase 5 Zauberbücher hat, bekommt man das 6. quasi gratis, das heißt, ne, 5 Stück haben, das letzte umsonst bekommen und außerdem noch so ein Elder Sign bekommen. Und dann gibt es hier eben, dass man eine Einheit töten oder devouren muss im Battle. Und hier genau das Gleiche. Hier sind es nur 2 Einheiten. Und das lässt sich sogar kombinieren. Das heißt, wenn Dave in einem Kampf sogar 3 Einheiten auf einmal zerstört oder devourt, dann bekommt er beide Spellbooks auf einmal. Am Anfang ist für ihn aber das hier am interessantesten, Control 3 Gates in Ocean Areas. Das heißt, er versucht einfach 3 Gates in Ozeangebieten aufzubauen und dann bekommt er sein erstes Spellbook. Das heißt, dann hat er quasi zu Beginn der nächsten Aktionsphase im Idealfall schon mindestens diese beiden Spellbooks und ist damit schon mal bei 2, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Das ist auch mal so der Anfang des Spiels, geht so, bis man so die ersten 3 Spellbooks hat. Sobald man 4 Spellbooks hat, kann man sagen, dass man schon so ungefähr im Endspiel ist. Das heißt, als erste Aktion macht er die One Power per Unit to Move Aktion.
Das heißt, man kann sich jetzt bewegen. Wichtig ist immer, man darf, wenn man nicht die blaue Fraktion ist, sich immer nur ein Feld weit bewegen. Das heißt, egal wie viel Power er jetzt für eine Bewegung ausgibt, er kann nicht diesen Kultisten irgendwie 1, 2 Felder bewegen. Oder er kann ihn auch nicht 1, 2, 3 dorthin bewegen. Das geht nicht. Man kann immer nur ein Feld angrenzend gehen. Das heißt, die Felder hier, wenn alle angrenzen, da könnte er einen Kultisten hinbewegen. Sprich, würde Dave jetzt einfach ein Power ausgeben, könnte er diesen Kultisten dorthin bewegen. Man kann aber auch mehrere Kultisten auf einmal bewegen. Das ist auch das einzige Mal, wo man mehrere Sachen mit einer Aktion machen kann. Sonst muss man mal warten, bis die anderen Spieler wieder dran sind. Kommt auch gleich nochmal genauer. Das heißt, Dave kann jetzt auch 4 Power ausgeben, um 1, 2, 3, 4 zu bewegen. Oder er könnte auch 3 Power nur ausgeben, um alle 3 hier rein zu bewegen, wenn er das möchte. Oder er kann das eben auch aufsplitten, das heißt, er gibt 4 Power aus und bewegt 2 hier rein und 2 da rein. Das kann er machen. Wenn jetzt, dann ist er fertig und wenn dann alle anderen nochmal dran waren, könnte er wieder meinetwegen 2 Power ausgeben, um den hierhin zu bewegen und den dahin zu bewegen. Sprich, man kann die schon weiter bewegen in einer kompletten Runde, aber die anderen Spieler sind zwischendurch immer dran und können da irgendwie drauf reagieren. Und was dementsprechend natürlich auch gehen würde, ist, 4 Power auszugeben, um die beiden hier reinzuziehen, den da reinzuziehen und den da reinzuziehen. Jetzt hat er jede Einheit ein Feld weit bewegt, die er bewegen aktivieren wollte und hat somit 4 Power ausgegeben und hat die jetzt hier vereint, wenn ihm das später vielleicht was bringt. Das heißt, jetzt ist allererste Aktion im Spiel, könnte Dave sagen, er gibt 1, 2, 3 Power aus und bewegt dann 1, 2, ne, das hier ist auch verbunden mit dem Indischen Ozean, der da hinten auch noch weitergeht. Das ist ein Feld. Prinzipiell würde dieser Kultist hier jetzt auch da stehen können. Aber es ist natürlich zu Anfang ein bisschen übersichtlicher, wenn er hier steht. Das heißt, jetzt hat er schon mal in den Ozeangebieten jeweils einen Kultisten stehen. Wichtig ist übrigens auch, ich werde jetzt nicht immer optimal spielen. Also wenn ihr das Spiel schon kennt oder so, dann wundert euch nicht, was ich hier für einen Blödsinn mache. Es geht mir darum, das Spiel zu zeigen, die Mechaniken, die Abläufe, dass ihr versteht und reinkommt, wie das funktioniert. Deswegen mache ich einfach immer Sachen, die sich gut zeigen lassen und nicht zwingend immer Sachen, die wirklich optimal sind. So, dann ist Skipper dran. Noch Skipper, guckt einfach mal am Anfang, was er hier so machen kann. Für Skipper ist auch der einzige Spieler, also hier die gelbe Fraktion, das Yellow Sign, der 2 große Alter hat im Basisspiel. Einmal der King in Yellow ist ein großer Alter und dann eben dieser Hastur, dieser Riesenkopf hier. Und für das Yellow Sign ist der König hier auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Figur, die er ins Spielfeld bringen muss. Warum, werde ich gleich nochmal erzählen. Also versucht er erstmal den King in Yellow zu erwecken. Der ist auch relativ preiswert. Wie man hier sieht, der kostet nur 4 Power, die man haben muss. Und hier ist eben die Bedingung, um ihn aufzuwecken oder zu beschwören, muss man eine Einheit in einem Gebiet haben, wo kein Gate drin ist. Und dann bezahlt man 4 Power und dann erscheint der König in dem Gebiet. Da, um die anderen Spellbooks zu erreichen, diese Zeichen auf dem Spielplan auch relativ wichtig für ihn sind, kann er jetzt einfach sagen, dass er gerne einfach nur ein Power ausgibt. Also, da für die anderen Spellbooks später diese Zeichen auf dem Spielplan hier relativ wichtig sind, kann er jetzt einfach sagen, dass er gerne ein Power ausgibt. Das heißt, er nimmt sich hier hinweg und hat dann nur noch 7 und bewegt jetzt einfach diesen einen Kultisten dorthin und das war seine ganze Aktion. Also meine Runde wird relativ kurz. Ich versuche einfach nur meinen großen Alten zu erwecken und nicht zu gucken, wie ich hier diese Spellbooks bekomme, wobei ich dadurch auch schon eins bekomme. Und dann gucke ich einfach hier, was sind die Bedingungen dafür. Ich brauche 2 Kultisten und ein von mir kontrolliertes Tor in einem Gebiet. Dann zahle ich 8 Power, das heißt, ich bin auf 0, das heißt, ich bin für diese gesamte Runde raus. Und dann entferne ich 2 Kultisten und ersetze sie mit Shub-Niggurath. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach 2 beliebige Kultisten rausnehmen, nach Möglichkeit nicht den, der auf dem Tor steht, wobei man auch gleich einen neuen draufsetzen könnte. Und bumm, habe ich meinen großen Alten auf dem Spielfeld. Und da sagen jetzt die anderen schon erstmal so, wow, krasser Zug. Aber das war es natürlich auch für diese Runde. Das ist jetzt die Frage, ob das so wirklich schlau ist. Und jetzt kann ich mir aus meinen 6 Spellbooks irgendeins aussuchen. Ich finde, am Anfang scheinen diese beiden hier relativ wichtig zu sein. Meine Kultisten haben einen Kampfwert von 1. Das ist gut, um meinen großen Alten zu schützen. Oder ich könnte auch sagen, solange Shub-Niggurath im Spiel ist, kosten mich alle Einheiten, also alle Monster, die ich beschwören kann, 1 weniger. Das heißt, den Ghoul kann ich umsonst beschwören. Der Fungi kostet nur noch 1 Punkt und das dunkle Junge kostet auch nur 2 Doom-Punkte. Ich versuche jetzt einfach mal, da ich ja gegen mich selbst spiele und nicht viel zu befürchten habe, das hier zu machen, dass die mich alle ein weniger kosten. Das heißt, das Spellbook lege ich jetzt einfach hier drauf und damit habe ich als erster Spieler ein Spellbook im Spiel, weil ich es geschafft habe, meinen großen Alten aufzuwecken. So, dann ist Dave da dran. Dave hätte noch 5 Power. Er kann jetzt die Aktion machen, ein Tor zu beschwören.
So, aus taktischen Gründen, weil das gar nicht nachgedacht war, machen wir das nochmal rückgängig. Den hier habe ich da jetzt nicht hingesetzt. Das kann man natürlich normalerweise nicht machen, aber um zu zeigen, wie man idealerweise spielen sollte, weil es wahrscheinlich nicht so ganz ideal ist, habe ich jetzt noch 6 Power über. Das heißt, oder hat Dave noch 6 Power über. Das heißt, er kann jetzt die Aktion machen, ein Tor beschwören, beziehungsweise ein Tor zu bauen. Das kostet 3 Energie. Also setzt er sich hier auf 3 zurück. Und jetzt kann er einfach in ein Gebiet, wo er einen Kultisten hat, und dann kann er gleichzeitig noch eine Unlimited Action machen, das heißt eine Aktion, die man immer zusätzlich zu den anderen machen kann. Das heißt einfach einen Kultisten auf das Tor stellen, damit er es kontrolliert. Das kann man quasi immer machen, wenn man dran ist, kann man sagen, hey, ich möchte dich gerne da drauf stellen. Er hat jetzt zwar noch 3 Power über und könnte also noch ein weiteres Tor bauen, zum Beispiel hier, um sein Spellbook zu bekommen, aber man kann immer nur eine Sache machen. Dann sind halt die anderen dran, bis man selbst wieder dran ist. Und dann dürfte er erst das nächste Tor bauen. Das heißt, jetzt ist er erstmal fertig und Skipper ist dran. So, und Skipper möchte auch gern seinen großen Alten beschwören, den King in Yellow. Das heißt, er guckt jetzt, wie er den erweckt, ne? Eine Einheit in einem Gebiet haben, wo kein Tor ist. Und dann pay 4 power, the king appears in that area. Das heißt, er geht von 7 auf 3 runter und kann jetzt den King einfach hier hinstellen und jetzt steht er da und jetzt kann da auch gerne ein Tor heimbeschworen werden. So, und Dave darf sich dafür ja noch ein Spellbook aussuchen. Das heißt, er nimmt dafür The Screaming Dead. Das ist eine Aktion, die kostet ihn einen Punkt und er kann jetzt den King in Yellow bewegen und darf dann alle Untoten, also diese Viecher hier, die er irgendwo stehen hat, mitnehmen und darf danach sofort eine zweite Aktion machen. Das ist richtig gut, weil ihr habt ja gesehen, viele Einheiten bewegen kosten normalerweise 4 Power. Der King in Yellow kann eben jetzt seine Armee der Untoten mit sich nehmen und darf danach auch gleich noch was machen. Das ist natürlich richtig mächtig. Wichtig ist übrigens auch zu wissen, sobald man alle 6 Spellbooks hat, ist Kampf eine Unlimited Action. Das heißt, ich kann irgendwas machen, ich kann mich bewegen, muss dafür die Powerkosten zahlen und kann danach noch kämpfen. Das kostet mich auch wieder 1 Power. Ne? Ein Kampf auslösen kostet immer 1 Power. Aber ich kann das eben beides in einer Aktion quasi machen und das ist schon sehr, sehr mächtig. Aber natürlich ist den großen Alten beschwören eine Aktion. Das heißt, er ist jetzt erstmal fertig. So, ich kann ja nichts mehr machen. Ich habe 0 Power. Das heißt, ich kann einfach gar keine Aktion ausführen, selbst wenn sie mich 0 Power kosten würde. Erst wenn ich durch irgendeinen anderen Spieler wieder Power dazu bekommen würde, dann wäre ich auch wieder in der Runde beteiligt. Also ich bin nicht komplett raus, aber solange ich keine Power habe, kann ich einfach nichts mehr machen. So, und Dave hat ja noch 3 Power. Das heißt, er kann jetzt auch einfach mal 3 Power ausgeben und dann hier im Südatlantik ein Tor bauen, da auch die Unlimited Action machen und seinen Kultisten gleich draufstellen, ist natürlich gefährlich, weil da ist er relativ dicht an der schwarzen Ziege dran. Aber das hat er jetzt einfach mal gemacht, hat damit diese Bedingung erfüllt. Das heißt, auch er kann sich jetzt ein erstes Spellbook aussuchen. Und zu Tulu habe ich noch nicht gespielt, die beiden anderen schon. Das heißt, hier weiß ich jetzt nicht, was ist das Beste und Optimalste. So, ich weiß, wie das schlau ist. Wir nehmen mal Submerge. Wenn zu Tulu dann im Ozeangebiet ist, dann kann man ihn von der Karte nehmen und ihn hier auf die Fraktionskarte tun und auch gleichzeitig alle eigenen Einheiten, die in dem Gebiet stehen. Und später kann man einfach nochmal ein Power bezahlen, um ihn irgendwo wieder auftauchen zu lassen mit allen Einheiten, die man hier gesammelt hat. Das geht dann auch auf dem Land. Das heißt, das ist einer der wenigen Fälle, wo wirklich zwischen Land- und Wassergebiet unterschieden wird, was auch sehr thematisch ist, weil Cthulhu eben auch wirklich so ein Wasserwesen ist, was man ja auch schon an diesen ja, Tentakeln hier, diesen tintenfischförmigen Dingern an seinem Mund sieht. So, jetzt ist Skipper dran. Skipper hat noch 3 Power. Das heißt, er benutzt es einfach mal, um die auszugeben und auch hier in Asien nochmal ein Tor zu machen. Als Unlimited Action stellt er die Figur dann gleich mal da drauf. Übrigens, das Spiel war ein Kickstarter-Spiel. Da hätte man auch für einen kleinen Sonderaufpreis diese Tore hier als Plastiktore nehmen können, die man dann draufstellt, die dann so 3D-mäßig sind. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ich meine, gut, das wäre noch teurer geworden, aber der macht das schon mal noch deutlich mehr her. So, jetzt sind alle auf 0 Power, das heißt, damit ist die aktuelle Runde vorbei. Das hat jetzt natürlich relativ lang gedauert, weil ich alles immer kommentiert und erklärt habe, was ich gemacht habe. Also wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, wird das schon ein bisschen länger dauern. Wenn die Leute ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel haben und ihr ja schon allein das zweite Mal spielt oder schon 3-4 Mal gespielt habt, dann geht das noch deutlich schneller, weil dann macht man sich schon so groben Plan. Muss vielleicht manchmal überlegen, wenn die unerwartete Dinge machen, aber in der Regel kommentiert man seine Aktionen ja auch nicht, sondern macht die einfach. Das spielt sich dann schon relativ flüssig, weil das war jetzt auch alles noch nicht so kompliziert. So, das heißt, jetzt sind wir wieder in der Gather Power Phase. Das können wir auch nochmal gemeinsam nacheinander machen. Das heißt, wir fangen mal mit dem grünen Spieler an. Grün hat ja immer noch alle 2, 4, 6 Kultisten auf dem Spielfeld. Das heißt, das sind schon mal 6 Power. Dann kontrolliert er 1, 2, 3 Gates. Das sind also auch nochmal pro kontrollierten Gate 2 Power, also insgesamt 12.
Es gibt kein Abandoned Gate, es gibt keinen gefangenen Kultisten, den er hat. Also bekommt Dave einfach in dieser Runde 12 Power. Das ist natürlich schon richtig viel. So, Skipper hat auch noch alle 6 Kultisten auf dem Spielfeld. Skipper kontrolliert 2 Tore, das sind auch nochmal jeweils 2 Power. Und er hat keine gefangen, es gibt keine Abandoned Gate. Also bekommt er einfach 10 Power dazu. Bei mir sieht das schon ein bisschen düster aus. Ich habe ja 2 Kultisten geopfert, das heißt, ich habe nur noch 4 Kultisten, kontrolliere ein Gate. Das heißt, das sind gerade mal 6 Power in dieser Runde. Ob sich das so rechnet, weiß ich noch nicht. So, dann wird wieder geguckt, wer hat die meiste Power. Das ist in dem Fall hier wieder Dave, er hat 12. Das heißt, er bekommt wieder den Startspielermarker und kann sich jetzt wieder aussuchen, wie rum es geht. Und da Skipper knapp hinter ihm ist beim Power, sagt er mal, es geht jetzt so rum. Das heißt, nach Dave bin ich dran und dann erst Skipper. So, jetzt kommt das erste Mal die Doom Phase. Die besteht aus 2 Phasen. Zunächst bekommen wir einen Doom, also einen Siegpunkt pro kontrollierten Gate. Und danach kann man das Ritual der Annihilation, also das Ritual der Zerstörung, ausführen. Danach wird festgestellt, ob schon ein Sieger gibt oder ob alle verloren haben. Es kann sein, dass man noch ältere Zeichen bekommt, wenn man schon einen großen Alten drin hat. Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, zunächst, wie wir gerade festgestellt haben, Grün hat 3 Gates, Gelb hat 2, Rot 1. Das hat zur Folge, dass auf diesem Doom-Track Grün einfach mal 3 Punkte vorangeht, Rot nur 1 und Gelb 2. Und jetzt könnte man dieses Ritual of Annihilation durchführen. Dazu guckt man dann auf die Ritualleiste, guckt, wo dieser Marker hier ist. Der ist auf 5. Das heißt, der Startspieler kann sich jetzt zuerst einmalig aussuchen, ob er das ausführen möchte oder nicht. Wenn er sagt nein und alle anderen machen das, hat er nicht die Chance, noch zu sagen ja. Also jeder hat nur einmal die Chance. Und das würde jetzt bedeuten, dass er 5 Power zahlen muss. Also kann er in dieser Runde weniger machen. Dann wird der Marker 1 vorgeschoben. Das heißt, der nächste Spieler müsste dann schon 6 Power bezahlen. Und das wird auch nie resettet. Also es geht immer nur weiter nach oben. Und dann führt er dieses Ritual durch. Das heißt, dann guckt er nochmal, wie viele Gates hat er, bekommt nochmal so viele Punkte. Das heißt, das sorgt einfach dafür, dass man doppelt so viele Punkte bekommt. Dann guckt man, habe ich große Alte draußen? Wenn ja, wie viele? Gelb zum Beispiel kann ja 2 haben. Dann bekommt man pro großem Alten, den man hat, auch nochmal so ein älteres Zeichen, das man zieht. Das können halt 1 bis 3 Punkte sein, also im besten Fall 6 Punkte, wenn man Glück hat beim Ziehen. Und das war's dann. Das kann natürlich später im Spielverlauf bedeuten, wenn man irgendwie in der Runde schon so 17, 18 Macht bekommt. Das bekommt man meistens nur, wenn man auch viele Tore kontrolliert. Das heißt, ich kann in einer Runde meinetwegen 5 Punkte dazu bekommen, also von 3 auf 8 springen. Und wenn ich dann dieses Ritual ausführe, dann kann ich dadurch halt nochmal 5 Punkte dazu bekommen, auf 13 springen. Und wenn ich dann meinetwegen 2 große Alte habe und ziehe hier ein 2er und ein 1er Plättchen drauf, dann habe ich 13 Punkte in einer Runde bekommen. Das ist mehr als ein Drittel von 30. Das ist natürlich schon richtig gut, weil in unseren Spielen bisher so ab Runde 4 meistens, dass man dieses Ritual gemacht hat, weil dann hat man so viel Power, dass man dadurch richtig viele Punkte bekommt und trotzdem noch relativ viel in der Runde machen kann. Früh macht das meistens, zumindest bei den Fraktionen und Spielen, die wir bisher hatten, noch keinen Sinn. So, dementsprechend macht das jetzt auch noch keiner, aber Dave spielt der Cthulhu und er hat einfach in the first Doom Phase received the Spellbook, das heißt, das bekommt er jetzt einfach so, ohne irgendwas zu tun. Das heißt, jetzt nimmt er einfach mal dieses Spellbook hier, Dreams, also Träume, die er schickt, kostet, ist eine Aktion, die 3 Power kostet und dann kann er sich einfach ein Gebiet aussuchen, wo gegnerische Kultisten drinstehen und den muss er dann ersetzen und zwar seinen rausnehmen, einen von mir da reinstellen. Das ist natürlich super gut, wenn es irgendwo ein Gebiet gibt, wo nur ein Kultist drin ist, der steht auf dem Tor. Wenn er dieses Gebiet wählt, dann hat er quasi einfach so ein Tor bekommen. Deswegen macht es jetzt schon Sinn für die Gegner, in einer Gegend mehrere Kultisten stehen zu haben, damit Cthulhu nicht einfach for free ein Tor bekommt. So, und damit ich euch schnell möglichst den Kampf zeigen kann, fängt Dave jetzt einfach mal an. Er hat ja hier ein Tor und aus Toren, wenn ihr vielleicht mal Elvish Horror oder Arkham Horror gespielt habt, wisst ihr, da beschwören die Kultisten immer gerne mal ein Monster. Man kann immer mit einer Aktion, die man durchführt, wenn man nicht die schwarze Ziege ist, eine Beschwörung durchführen. Das heißt, Dave könnte einfach mal sagen, er möchte gerne so ein Starspawn hier beschwören und dann steht er da und macht jetzt erstmal allen anderen Angst. Das kostet ihm, wie hier zu sehen, 3 Power, das heißt, er hat jetzt noch 9 und das war auch schon alles, was er gemacht hat, also bin ich jetzt dran, da wir jetzt hier andersrum spielen. So, bei mir ist jetzt die Frage, was ich mache. Ich könnte einfach sagen, ich gebe 1 Power aus und rekrutiere einen Kultisten. Das kann man überall da machen, wo man mindestens eine Einheit hat. Man braucht da kein Tor. Kultisten sind keine Dämonen, die werden nicht beschworen. Kultisten sind ganz normale Menschen, die rekrutiert man quasi aus der Bevölkerung. Und das werden eben Anhänger meines Kultes, die alles dafür tun, mich zu beschwören und mich auf die Welt zu holen. Ich muss auch nochmal die Bücher genauer lesen, damit ich verstehe, warum Kultisten daran interessiert sind, die großen Alten auf die Welt zu holen, die die Welt vernichten wollen. Aber das gehört hier nicht hin.
So, und Skipper kann jetzt gleich mal diese Aktion hier durchführen. Desecrate, also Schänden, die kostet ihm 2 Aktionspunkte. Also gibt er hier 2 aus und ist dann auf 8. Und jetzt muss er gucken, wie viele Figuren sind in der Gegend. Das sind leider nur 2. Dann nimmt er sich ein W6, würfelt und jetzt ist die Zahl leider höher. Er müsste entweder geringer oder gleich würfeln, sprich eine 1 oder 2. Das war natürlich sehr unwahrscheinlich. Dann hätte er dort so einen Marker reinlegen können. Und dieser Marker bedeutet einfach, dass er dafür ein Power bekommt, wenn er in der Region auch noch eine eigene Einheit stehen hat. Und das bleibt einfach für immer, das kann keiner wieder rausnehmen. Das wäre also schon mal gar nicht so schlecht. Wobei es eigentlich besser für ihn wäre, wenn er den ja auch schon im Spiel hätte, weil dann würde er davon noch immer ein älteres Zeichen bekommen, was richtig viele Punkte sind. Aber andererseits bekommt er seine Spellbooks eben, wenn er diese Tokens in solchen Gebieten hat mit diesen Symbolen. Also die, die wir zum Beispiel irgendwie hier sehen oder hier in Südamerika. Das heißt, da ist eben immer die Frage, wann mache ich was? Der Wurf hat jetzt nicht geklappt. Aber egal, ob der Wurf klappt oder nicht, er kann jetzt eine Figur mit Kosten 2 oder weniger in dieser Region spawnen. Das kann auch ein Kultist sein, er hat aber alle Kultisten auf dem Spielfeld. Also beschwört er dort einfach mal einen Untoten hin. Dieser König in Gelb zieht später mit einer Armee von Untoten über das Spielbrett. So, dann ist Dave wieder dran und Dave beschwört mal munter vor sich hin. Ein tiefes Wesen, ein Deep One, kostet ihn 1. Also geht er auf 8 runter. Dann bin ich wieder dran. Ich habe ja noch 5 Power. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal 3 davon aus und falle damit auf 2 zurück, um 3 meiner Kultisten zu bewegen. Und zwar bewege ich einen hier rein, einen da rein und den dritten könnte ich jetzt zum Beispiel hier rein bewegen. Das wären 3 Power, die ich ausgegeben habe. Warum mache ich das? Ich habe jetzt gleich die Bedingung für 2 Spellbooks erfüllt. Einmal habe ich jetzt Einheiten in 4 Gebieten. 1, 2, 3, 4. Und was hier unten steht, share areas with all enemies, both you and the enemy have units there. Sprich, ich muss gucken, wie viele Gegner habe ich, 2, den gelben und den grünen. Und ich muss von jedem in einem Gebiet, wo die drin sind, auch einen meiner Figuren drin haben. Also hier habe ich jetzt einen Kultisten mit dem grünen drin, hier habe ich einen Kultisten mit dem gelben drin. Also habe ich die Voraussetzungen erfüllt und bekomme jetzt auf einmal 2 Zauberbücher. Das heißt, ich nehme zum einen Frenzy, meine Kultisten, die einen normalen Kampfwert von 0 haben, bei allen Fraktionen, haben jetzt einen Kampfwert von 1, das heißt, sie werfen auch immer einen Würfel im Kampf. Und dann nehme ich das rote Sign, meine Dark Young, also die hübschen Viecher hier, die können jetzt Tore bauen, können Tore kontrollieren und bringen mir ein Power in jeder Gather Power Phase. Ansonsten zählen die nicht als Kultisten, also ich kann die ganz normal beschwören, nicht einfach so irgendwo hinstellen, wo ich Einheiten habe, aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig mächtig. Und dann ist Skipper dran und Skipper kann jetzt einfach als eine Aktion, die man auch noch machen kann, einen Kultisten gefangen nehmen. Das geht immer dann, wenn ein Kultist und gegnerische Einheiten in einem Gebiet sind und da gibt es eben eine Hierarchie. Alle Kultisten stehen auf einer Ebene, dann kommen die Monster. Das ist hier auch unterteilt. Kultisten, Monster, große Alte. Das ist bei jedem Spieler auf jedem Spielplan so. Und wenn da nur Kultisten stehen, können die sich nicht gegenseitig gefangen nehmen. Wenn da aber ein Monster oder ein großer Alter stehen, dann kann man einfach diesen Kultisten gefangen nehmen und legt den dann auf sein Spielertableau. Das heißt, ich selbst bekomme dafür ein Power mehr zu Beginn der nächsten Power Phase und mein Gegner natürlich ein Power weniger, weil er einen Kultisten weniger auf dem Spielfeld hat. Wäre jetzt aber die Situation so, dass ich hier einen Kultisten und ein Monster stehen habe und meine Mitspieler auch nur Kultisten oder Monster oder halt nur Monster, dann würde dieses Monster verhindern, dass dieser Kultist gefangen wird. Das heißt, das hebt sich dann wieder auf. Also wenn er schaffen würde, den hier zu vertreiben, könnte er den dann in der nächsten Aktion gefangen nehmen. Und dann gibt es natürlich noch diese Variante, dass hier eben auch große Alte stehen. Und wenn dann nur ein großer Alter steht und ich ein Monster habe, der große Alte, der ist so mächtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, den juckt dieses Monster gar nicht, der könnte jetzt trotzdem sagen, hey, ich nehme den Kultisten hier mal gefangen. Was jetzt ja auch der Fall ist, ne? Einfach um die Aktion gezeigt zu haben, habe ich jetzt diesen Kultisten gefangen genommen, habe natürlich diesen Fungi hier noch nicht stehen und das war Skippers ganze Aktion, Kultisten gefangen nehmen. Da ist jetzt natürlich auch wichtig, die beiden Voraussetzungen, habe ich ja schon erzählt, erfülle ich jetzt nicht mehr, ich habe nicht mehr 4 Einheiten Gebiete, ich habe nicht mehr immer share ich mir eine Area mit einem Gegner, aber wie gesagt, sobald man das einmal erfüllt hat, behält man das einfach für das komplette Spiel. So, und Dave beschwört jetzt einfach mal weiter diese tiefen Wesen und stellt auch davon eins hier in das Gebiet. So, ich habe noch 2 Power. Die letzten beiden Power benutze ich einfach mal,
um hier so ein dunkles Junges zu beschwören. Das kostet mich 2, damit bin ich auf 0, damit ist diese Runde auch schon wieder vorbei. Und das muss ich natürlich irgendwo hinbeschwören, wo ich ein Tor habe. Das heißt, das dunkle Junge kommt jetzt durch dieses Tor. So, und dann ist Skipper nochmal dran. Skipper versucht wieder mit seinem König in Gelb diese Schändung. Jetzt hat er schon 3 Einheiten da drin stehen. Das heißt, er würfelt. Und auch wenn das jetzt wieder schief geht, also es kostet ihn natürlich erstmal 2 Power. Das heißt, er geht von 8 auf 6 runter. Es kann sein, dass sich das jemand zwischendurch verschiebt. Das habe ich nicht so 100% im Auge. Würfelt und hat eine 2 gewürfelt. Das heißt, es ist ein Erfolg. Also legt er dort zum einen so ein Marker rein und zum anderen darf er auch gleich wieder eine Figur da reinstellen. Das heißt, er könnte jetzt sagen, er möchte hier nochmal so einen Untoten reinstellen und wäre damit erfolgreich gewesen. Jetzt hat er in einem Gebiet mit diesem Zeichen einen Schändungstoken hingelegt. Na, hier oben ist dieses Zeichen zu sehen. Das heißt, dafür bekommt er jetzt ein Spellbook und nimmt sich dieses hier, Zingaya. Wenn jetzt ein Untoter in einem Gebiet ist, wo auch ein gegnerischer Kultist ist, kann ich einfach den Kultisten in einen Untoten transformieren. Das heißt, ich nehme seinen Kultisten raus, tu meinen Untoten da rein. Das ist eine Aktion, die kostet 1 Power. So, und Dave würde jetzt eigentlich gerne weiter Einheiten beschwören, gleich mal anzugreifen, aber er ist da eigentlich gerade so geschützt, weil ihn keiner angreift und auch keiner irgendwie eine Gefahr bildet, dass er einfach mal 2 Power ausgibt, um einen Kultisten hier rein zu bewegen, einen Kultisten hier rein zu bewegen und das war's. Ich habe ja keine Power mehr, das heißt, ich bin leider raus. So, dann ist Skipper wieder dran. Ich weiß nicht, ob ich mir vorhin die 2 Energie hier weggenommen habe. Ich glaube schon, wenn nicht, ist auch egal. Jetzt macht er die Aktion The Screaming Dead. Das heißt, er kann sein König in Gelb bewegen, kann seine Untoten mitnehmen und kann direkt danach noch eine Aktion durchführen. Das kostet ihn jetzt auf jeden Fall erstmal 1 Power. Das sollte man immer gleich machen, damit man das nicht vergisst. Und das ist natürlich super mächtig, viele Einheiten bewegen können und danach noch eine Aktion durchführen. Die Aktion durchführen ist einfach wieder diese Schändung, das heißt, da zieht er sich auch wieder 2 für ab. Da müsste er jetzt normalerweise würfeln, aber wie wir sehen, 2, 4, 6, 8 Einheiten. Das heißt, egal was er würfelt, auf eine 8 kommt er immer. Das heißt, das gelingt von ganz alleine. Also kommt auch hier jetzt so ein Schändungsmarker rein und automatisch auch noch eine Einheit. Das heißt, er kann sich jetzt wirklich so nach und nach so eine Armee der Untoten aufbauen und hat jetzt auch die da drin stehen. Jetzt auch wieder die Frage, das ist, wenn man 3 Leute auf einmal spielt, habe ich mir gerade die 3 für den Starspawn abgezogen? Wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Das ist auch eine Frage, die euch gerade in den ersten Partien ständig beschäftigen wird. Habe ich mir das jetzt abgezogen? Habe ich nicht. Ihr werdet doch oft bei einem Gegner drauf gucken, werdet sehen so, what, ich habe 0, du hast noch so viel, hast du jetzt auch immer abgezogen. Da sollte man einfach drauf achten, das sollte immer einer im Blick haben, immer am besten der rechte Nachbar oder so, dass man das auch wirklich macht und auch wenn man vielleicht nochmal einen Zug zurücknimmt oder so, weil man sich doch umentschieden hat, da so ein Auge drauf haben, wo liegt der Marker. Das ist mir ärgerlich, wenn es da zu Verwirrung kommt, weil das wirklich spielentscheidend ist. Nur 1 Power mehr kann schon den spielentscheidenden Unterschied machen. Aber Dave hat sich da hinbewegt, zum Beispiel nach Australien, um für 3 nochmal so ein Gate dahin zu bauen. Und da steht dann da. So, ich bin wieder raus, weil ich keine Energie mehr habe. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wichtig ist übrigens noch, in jeder Region darf nur 1 Tor sein. Man kann nicht mehrere Tore in eine Region beschwören. Und Dave hat jetzt nicht mehr so super viel Energie. Und Skipper hat jetzt nicht mehr so super viel Energie. Das heißt, er macht einfach das, was er am besten kann. Er macht diesen Screaming Dead. Das kostet ihm wieder 1 Punkt. Und bewegt den König in Gelb und alle seine Untoten hier rein. Und als Aktion könnte er jetzt entweder diesen Kultisten direkt auffuttern oder seine Lieblingsaktion wieder durchführen. Aber er sagt sich jetzt einfach mal, was soll's, komm, hab's, nehme ich den mal weg. Dann bekomme ich nämlich gleich schon wieder richtig wenig Power und das kann nicht so gut sein. Das kostet ihn 1 Power, das heißt, er hat sogar noch 1 Power über. So, Dave findet Tore total super, das wird eine super krasse nächste Runde für ihn. Er geht jetzt hier auf 0 Power runter und spawnt nochmal so ein Tor hier in Südamerika und nimmt das auch gleich in Beschlag. Jetzt ist er natürlich richtig gut aufgestellt, da sollten die anderen Spieler jetzt mal dringend was gegen tun. So, wie gesagt, ich bin ja wieder raus, aber Skipper bereitet sich schon mal auf nächste Runde vor und nimmt wieder diese Screaming Dead Aktion und bewegt einfach mal alle hier rein, weil hier ist wieder so ein Zeichen, das er braucht, um noch ein Zauberbuch zu bekommen. Ha, nee, warte, vorher, er lässt die alle hier stehen. Er kann ja, als um ein Zauberbuch zu bekommen, einfach als eine Aktion einem Spieler 3 Doom geben und dann bekommt er dafür ein Spellbook. Und da er mich gerade komplett unterschätzt, haha, das sollte er nicht tun, aber momentan sieht das auch so aus, gibt er mir jetzt 3 Doom-Punkte, das heißt, ich gehe von 1 auf 4. Und dafür holt er sich jetzt dieses Spellbook, immer wenn einer seiner Kultisten eliminiert oder gefangen oder was auch immer wird, dann bekommt er dafür 1 Power. Das ist schon mal 3, das ist schon mal die Hälfte, das ist schon mal nicht schlecht, weil wie gesagt, sobald man alle 6 im Spiel hat, kann man zum einen gewinnen und zum anderen kann man auch dann nochmal Kampf als Sonderaktion machen. Das heißt, man kann sich bewegen und kämpfen, man kann Monster beschwören und kämpfen. Das ist immer dann einfach eine freie Aktion, also das heißt, die kostet halt 1 Power,
Aber die bekommt man eben einfach so und, also das heißt umsonst, die muss braucht man noch ein Power für, aber man muss nicht eine ganze Runde warten, bevor man angreifen kann, sondern man kann sich bewegen, angreifen, bumm. So, das war eigentlich eine Aktion, aber da ja alle anderen Spiele auf Null runter sind, kann er sich nochmal hier bewegen, um hier dann auch noch so ein Symbol und diesen Marker zu bekommen, damit er noch ein Spellbook bekommt. Er geht jetzt natürlich gerade darauf, möglichst schnell seine ganzen Spellbooks freizuschalten. Das muss nicht immer zwingend das Beste sein. So, jetzt sind alle Spieler wieder auf Null, das heißt, es sind jetzt schon Beginn der dritten Runde und wenn man sich jetzt mal so das Spielbrett anguckt mit diesen großen Miniaturen darauf, das macht natürlich schon gut was her. Ich meine, wenn man sich das nur mal, also ich meine, okay, die Kultisten sind natürlich absolut nicht im Maßstab, aber wenn man sich das mal maßstabsgetreu vorstellen würde, das wäre schon ganz schön krass. Natürlich ist das nicht in Scale, aber das sieht schon gut aus. So, hier an dieser Stelle mein Schnitt. Das ist jetzt schon ein bisschen später im Spiel. Ich habe das Video gerade fertig gemacht und es ist relativ lang geworden. Darum werde ich jetzt wahrscheinlich wieder so schneiden, dass ich die ersten 1, 2, 3 Runden in einem Video zeige, dass man so einen generellen Eindruck von dem Spiel und dem Ablauf bekommt. Und wenn man dann wirklich noch mehr sehen möchte, dann guckt ihr das nächste Video, wo es ein Extended Gameplay gibt. Also alles, was ich jetzt gefilmt habe, ist da drin. Ich habe das Spiel nicht komplett bis zum Ende gespielt, aber wenn ihr das Video ganz guckt, dann habt ihr, glaube ich, so einen ganz guten Eindruck von den ersten, von so einer Partie, wie die so Verläufe in Dynamiken und Mechaniken und was da so alles passiert drin. Wobei natürlich, wenn man es mit richtigen Spielern spielt und nicht mit irgendwie Skipper und Dave, also mit sich selbst, dann läuft das nochmal ganz anders, weil dann fallen die Entscheidungen ganz anders. Die Leute machen halt Dinge, die man nicht vorhergesehen hat, muss da ganz anders drauf reagieren. Aber es geht dann natürlich auch deutlich schneller, weil man muss sich eben nicht Gedanken für drei machen, sondern nur für sich selbst. Aber wie gesagt, dazu im nächsten Video mehr. Es gibt dann nochmal ein extra Fazitvideo, wo ich über all das nochmal ein bisschen ausführlicher rede. Und ja, wenn ihr jetzt genug habt, dann springt einfach direkt zum Fazit und guckt euch das Fazit an, wenn euch das interessiert. Vielleicht seid ihr jetzt auch schon voll im Bilde. Und ansonsten viel Spaß mit dem Extended Gameplay, dem nächsten Video.